ich will ein kleines Kind, kommt Villager. Okay, er ist Meister und er tradet nur noch ein Namensschild. Alter, das ist der schlechteste Bibliothekar, den ich jemals gesehen habe. Leute, soll ich euch sagen, warum der Weihnachtsmann so einen großen Sack hat? Weil... Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe ja letzte Folge, habe ich gesagt, ich möchte in den nächsten Folgen auf jeden Fall endlich mal den Mending Villager irgendwie bekommen. Und dafür haben wir ja letzte Folge jetzt hier die zweite Farm gebaut. Die wird jetzt auch bewirtschaftet. Ich lasse sie jetzt hier einfach mal alleine machen. Und komme, keine Ahnung, nochmal in ein paar Minuten wieder. Und gehe jetzt erstmal nach Hause und werde mich um das Mending Booth kümmern. Um den Villager, den hier. Um den Bibliothekar. Den werden wir zu Hause auf jeden Fall, denke ich, oft genug machen. Man kann ja die... Er hat einfach einen neuen Beruf angenommen, geil. Man kann ja die Villager jetzt mit... Oh, ich brauche noch Wasser. Man kann ja die Villager jetzt, solange man diese... Wie heißen die? Diese Stables, diese Tables, diese Dinger halt, damit die Villager Berufe annehmen, kann man ja jetzt im Prinzip öfter setzen und dann bekommen sie im Prinzip andere Angebote, was ich übelst nice finde, so. Das vereinfacht das ganze Vorhaben um so viele einfache Züge. Heißt, wir können uns einen Villager aussuchen und da setzen wir einfach den Table so oft hin und so oft weg, bis der endlich das Mending-Buch anbietet. Und dann kann man diesen Villager durch Zombifizierung, was wir, denke ich, mit dem Mending-Villager auf jeden Fall dann angehen werden, die Zombifizierungsphase, dass alles nur ein Emerald kostet, kann man dann mit dem Villager angehen und das möchte ich auf jeden Fall machen, damit wir dann im Prinzip für einen Emerald das Mending-Buch kaufen können und das wäre natürlich das Beste, was du zu erfahren kann, so wenn man das so will. Und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht schaffen wir es ja wirklich in der Folge schon, das Mending-Buch zu bekommen. Ich bin mir da aber überhaupt gar nicht sicher. Also Mending wäre schon echt wichtig mittlerweile, weil ihr seht, das einzige Problem, was ich momentan noch habe, ist, dass meine Rüstung, meine Tools alle kaputt gehen. So, ich habe ja die besten Enchantments, ich habe auch 129 Level. Und durch unsere XP-Farm im Nether könnte man alle Tools, die Rüstung, alles einfach so leicht und einfach wieder neu enchanten und richtig, neu enchanten, neu reparieren und richtig heftig machen. Mein Gott, ich habe gerade was getrunken und der Kack-Villager hat mich einfach blockiert. Die bleiben hier oben immer stehen, ich weiß aber nicht warum. Können wir nicht theoretisch das hier einfach abbauen? Nee, dann funktioniert das auch nicht mehr, das muss so bleiben. Schade, und die Villager bekommen hier übrigens immer Schaden, wenn sie runterfallen. So, also, wir müssen jetzt hier alle Sachen, alle Tools, ich sage jetzt einfach Tools dazu, Leute, die müssen wir jetzt erstmal hier alle abbauen. Ich hoffe, die anderen verlieren dann nicht ihre Berufe. Und falls doch, ist das trotzdem überhaupt kein Problem. Dann machen wir die einfach neu zur Not. Und dann hole ich jetzt als allererstes, wir haben hier unten nicht mal diese Tische für Bibliothekare, dass sie auch Bibliothekare werden. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir traden uns jetzt erstmal mit ein bisschen Eisen, ein paar Emeralds und auch gleich mit ein bisschen Holz. Und mit den Emeralds können wir dann, glaube ich, den Rest alles erledigen. Denn wir können ja hier, wenn die, doch der Trade ist blockiert, der auch... Der ist auch blockiert, Alter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die hier sind auch blockiert? Sag mir nicht, der ist auch blockiert. Leute, ich fass es nicht. Was seid ihr eigentlich für lame Typen? Naja, dann müssen wir erstmal mit Holz uns Emeralds erhandeln. Und hoffen, dass die anderen dann irgendwann mal frei werden. Weil wir haben ja glücklicherweise hier einen Pfeilmacher und der gibt uns natürlich wieder massig an Emeralds. Das Ding ist, ich hatte letzte Folge schon gefragt, das letzte Mal, wo wir mit den Villagern gehandelt haben, wie das aussieht, weil sobald man die Tools abbaut, müssen die eigentlich ihre Jobs verlieren. Das macht hier keiner, wie ihr seht, die haben alle noch ihre standmäßigen Jobs. Mir hat dann einer in die Kommentare geschrieben, danke nochmal an dich, falls du das siehst, dass man die Tools abbauen muss und die dann, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten brauchen oder so, glaube ich, meinte er. Und das werde ich jetzt mal gucken, ob das stimmt. Ich habe mir jetzt hier einmal 9-mal das Lesepult gemacht und muss jetzt wirklich hoffen, dass sie hier mal ihre Jobs verlieren. Vielleicht, das kann ich mir aber nicht vorstellen, vielleicht liegt es auch an den Tables oder an den Tables, die dort drüben stehen, dass sie vielleicht dadurch noch ihre Jobs beziehen. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. So, da sind wir angekommen und jetzt baue ich hier einfach all das Zeug mal ab, was wir jetzt hier nicht benötigen. Und das Einzige, was jetzt hier auf jeden Fall hinkommt, sind dann die Lesepulte. Und ist der schon groß? Nee, der ist immer noch nicht groß. Oh, die machen Liebe. Nein, Jungs, macht ruhig weiter. Ja, komm, Kind. Ja, ich will ein kleines Kind. Kommt, Villager. Ja, Kind. Geht da weg, mein Kind. Du kommst jetzt direkt in Gefangenschaft. Ja, und jetzt in dein Verderben. Ja. Okay, Leute, da ist auf jeden Fall der erste Bibliothekar entstanden. Da ist er, der kleine Mann.
Ja, der wird auf jeden Fall Bibliothekar, nur ich kann ihn jetzt auch nicht abtransportieren. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg nach Hause und guck mal, ob die immer noch ihre Jobs haben oder nicht. Ich hoffe mal, dass sie nicht mehr ihre Jobs haben, falls doch, wäre es echt blöd. Ja, der erste ist arbeitslos. Der nächste ist arbeitslos. Ihr werdet alle arbeitslos. Geil. Werdet ihr auch arbeitslos? Nein, die sind noch nicht arbeitslos. Okay, aber die sind arbeitslos. Los, kommt, ihr werdet jetzt Bibliothekare. Los, okay, nee, er ist doch nicht arbeitslos, aber er ist arbeitslos. Komm, werd Bibliothekar. Brudi, du musst Bibliothekar werden. Bibliothekare. Oh, direkt ein guter Trade. Okay, let's go. Die müssen wir jetzt frei traden. Weil der Bibliothekar hier war ja richtig kacke, ne? Das Einzige, was er hatte, war Harpune. Und das war eigentlich nicht so ein geiler Trade, muss ich sagen. So, okay, weiter geht's. Hier wieder Emeralds für die Laternen. Bekommst du gerne, nehme ich auch gerne. Wer bietet uns gut und günstig Emeralds an? Jungs, ich brauche Emeralds. Ey, Mann, hier... Niemand von meinen Villagern will mit mir Emeralds tauschen. Alter, meine Villager sind richtig lame gerade drupp. Ich muss mir jetzt einfach Emeralds von oben holen, weil niemand von denen mit mir Emeralds tauschen will. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Haben wir hier noch Emeralds? Doch, wir haben sogar noch in Masse Emeralds. So, jetzt müssen wir gucken. Haben wir hier irgendwo noch Zuckerrohr? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe alle Zuckerrohr-Sachen, die ich hatte, mit nach unten zu den Villager genommen und die vertradet, ne? Ja, Leute, ich brauche eine größere Zuckerrohrfarm. Das Ding ist, ich will ja eh dieses automatische Ding bauen, ne? Da werden wir dann auch eine riesige Zuckerrohrfarm bauen. Aber das will ich halt eigentlich alles erst anfangen, wenn wir den Hafen beendet haben. Weil ich es wirklich, ich will die Farm dann wirklich auch alle direkt kompakt haben, ohne dass ich irgendwelche Farmen dann abreißen muss, wenn ich die nicht mehr brauche oder so. Oh, wir haben jetzt einen neuen Bibliothekar. Das ist natürlich auch sehr gut. Und hier ist unser Schutzbibliothekar. So, ich nehme dir mal wieder ein paar Emeralds ab und auch ein paar Laternen. Ah, ich kaufe mir einfach bei dem hier wieder ein paar Bücherregale. 6 Stück sollten erstmal reichen. Genau, die Bücherregale baue ich jetzt einmal ab. Ja, Leute, ich weiß, man kann auch auf einer Axt Glück 3 bekommen, aber ich habe jetzt meine Glücks 3 Axt nicht dabei, deswegen mache ich das schnell hier mit. Und dann können wir nämlich mit dem Bibliothekar hier, dann traden wir mit dem jetzt einfach schnell mal kurz Schutz 1. Das bringt nämlich richtig gute Erfahrung bei ihm dazu. So, dann müsste der gleich sein Level auf jeden Fall upgraden. So, dann haben wir hier den neuen Bibliothekar, der macht Schlag 1 zu 16. Man, wisst ihr, was mies ist, Alter, wenn es am Zuckerrohr mangelt und ihr deswegen eure Villager nicht hochtraden könnt. So, dann traden wir ein paar Kompasse. Heißt es Kompasse, Leute? Ich habe keine Ahnung. Nein, meine Emeralds reichen. Oder reichen meine Emeralds? Ich glaube, die reichen. Mann, Leute, was soll ich denn machen, damit meine Villager hier wieder Bock auf mich bekommen und mit mir traden wollen? Ey, ich brauche da mal echt... Ich habe echt Probleme. Können wir... Haken craften? Wie craftet man Haken? Dann kann ich die, vielleicht kann ich ja mit Haken frei traden. So, dann mache ich ja einfach mal ein paar Stacks Haken und, oh, huch, das war jetzt keine Absicht. Und trade mal mit denen ein paar Haken. Er ist jetzt Meister. Ah, nee, nicht er. Okay, er ist Meister und er tradet nur noch ein Namensschild. Alter, das ist der schlechteste Bibliothekar, den ich jemals gesehen habe. Mann, die, guck mal, die werden alle nicht frei. Ich habe jetzt alle, mit allen schon getradet. Und die werden alle nicht frei, die haben alle echt gar keinen Bock. Och Leute, was soll ich nur mit euch machen? Du, was soll ich nur mit euch machen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rüber zu unserem Villager-Farm-Spot. Guck mal, ob der kleine Junge schon erwachsen geworden ist. Ja, den Rest, ich denke mal, wir werden nächste Folge einfach irgendwo hin erstmal. Hauptsache, wir haben irgendwo eine automatische Zuckerrohrfarm, damit wir spätestens in den nächsten Folgen irgendwann... dann auch die Villager weiterbringen können, vor allem die Bibliothekare. Mann, der kleine Mann ist immer noch nicht erwachsen. Och, was ist das für eine Fail-Folge? Brudi, werd doch mal erwachsen, ja, guck mich nicht so an. Wisst ihr, es gibt diese eine Art von Folgen, wo wir richtig gut klarkommen, wo wir alles haben, wo alles überhaupt kein Ding mehr ist. Und dann gibt es noch diese Folgen wie diese hier, wo einfach alles failt, alles scheiße ist, Alter. Nichts auf die Reihe, dass wir nichts auf die Reihe bekommen. Ich verzweifle hier gefühlt. Der Villager... Da drüben wird nicht erwachsen. Die hier machen keine neuen Villager. Meine Villager hassen mich und wollen nicht mit mir traden. Wisst ihr, um die ganze Kackstimmung hier mal kurz ein bisschen aufzumuntern. Leute, hier auf meiner Fragenseite ist übrigens auch alles unten verlinkt. Hier steht, erzähl einen wirklich, wirklich dummen Witz, der dich zum Lachen gebracht hat. Leute, soll ich euch sagen, warum der Weihnachtsmann so einen großen Sack hat? Weil er nur einmal im Jahr kommt. Ha! Lustig! Wow! Stimmung aufgeheitert! Uns geht's wieder allen besser! Wir haben zwar immer noch keinen Zucker, aber wow! Der war so gut, Flash, der war so gut! Da hab ich wieder richtig den Witz rausgehauen, du.
Der, ihr seid locker alle, ihr habt locker alle vor Lachen euer Handy gerade aus der Hand geworfen. Mann, Leute, ich fühle mich so unproduktiv, wenn ich nichts mache. Wenn ich einfach nur rumstehe und wa darauf warte, dass der Villager groß wird, deswegen farm ich jetzt hier irgendwas. Ich farm jetzt hier einfach Erde, okay. Wir machen hier alles ein bisschen gerade. So ist er jetzt, er muss doch jetzt irgendwann mal erwachsen werden. Kannst, ja, er ist groß! Ja! Ehrenmann. So, je toll, jetzt ist er groß und ich habe nicht mal Holz, um irgendwas hier zu bauen. Alter, wisst ihr was? Ich sehe mir hier einfach das Holz. Dann gehen wir hier einmal rüber. Denn hier müssen, glaube ich, die drei Löcher einfach rein. So, dann muss hier, ich glaube, auf die Höhe müssen Half Slabs. Das gleiche kommt nochmal auf die Seite hier. Und da ist noch eine Chest. Die sollten wir natürlich. Und hier ist sogar noch relativ viel drin. Ja, hier ist Papier drin. Die müssen wir natürlich dann gleich noch mitnehmen. So, ich würde sagen, ich mache ganz kurz mal einen Hopper. Nicht einen Hopper, einen Kisten-Minecart. Ich weiß gar nicht, wie craftet man den Kisten-Minecart. Ja, einfach so. So, dann setzen wir das. Hier kommt dann erstmal all der Stuff rein, den ich jetzt nicht brauche. Die hier können wir gleich stellen. So und so. Und da dann auch direkt einen Block draufsetzen. Und dann müsste das nämlich auch alles passen. So, und dann mache ich mich selbst mal wieder auf den Weg nach Hause. Mit der großen Hoffnung, dass ich mit dem bisschen Papier, was ich jetzt habe, vielleicht so noch ein bisschen was machen kann, ein bisschen was anstellen kann. Leute, ich hole jetzt einfach. Ich habe so viel Kohle. Ich hole jetzt einfach Kohle und trade mit den Kohle. Ja, hier, wir haben zwei Stacks Kohleblöcke. Ich nehme jetzt einfach mal 9 Stacks Kohle mit nach unten und guck mal, ob das unten was bringt. Komm, Alter, dieser 15 Kohle-Trade für ein Emerald ist schon richtige Abzocke. Ihr müsst doch irgendwann dann hier auch mal frei werden. Bitte werdet frei. Nee, die werden nicht frei. Die bleiben einfach genau so, oder was? Was ist denn bei denen los? Warum werden die denn nicht frei? Was erwarten die denn, was ich mit denen trade, dass sie frei werden? Was eine Abfallfolge, Alter. Ich entschuldige mich schon mal, Leute. Nur das ist halt Minecraft, so, ne? Manchmal läuft's besser, manchmal schlechter. Manchmal ist es deprimierender, manchmal besser. So kann man nicht ändern. Und ich sag immer, so, wenn ihr das Projekt guckt, dann zeige ich euch sowas auch. Auch wenn es halt echt, also es ist echt scheiße deprimierend. Das ist echt, das ist so. Das war echt purer Abfall schon wieder. So, naja, wenigstens haben wir hier jetzt mal das Glas ersetzen können, endlich. Ich denke mal, das ist auch schon seit Jahrzehnten Folgen so, dass hier durchgehend diese Kacke ist und was wir gleich noch machen können, bevor ich jetzt noch die Folge gleich beende, Leute. Wir werden jetzt hier, was ich nämlich seit Folgen nicht gecheckt habe, was ich aber mittlerweile weiß, einmal Zauntore hinsetzen und die öffnen, weil damit kommt das Wasser halt nicht durch. Ich weiß, Leute, ich bin doof. Ihr habt mir aber auch nie in den Kommentaren Bescheid gesagt, dass da das Wasser nicht durchkommt, wisst ihr? Ich habe hier mal rumgetüftelt wie sonst was. Und mir ist es nicht aufgefallen, aber jetzt weiß ich das. Heißt, man kann hier jetzt einmal so reingehen. Finde ich auf jeden Fall besser als vorher. Das ist die Hauptsache. Wir bauen in der nächsten Folge auf jeden Fall eine automatische Zuckerrohrfarm. Wir bauen die einfach irgendwo hin und reißen die ab, sobald wir sie nicht mehr brauchen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. War heute alles ein bisschen scheiße. War heute alles ein bisschen deprimierend. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Ja, bis morgen 17 Uhr. Bis dann und ciao.